bisschen knapp bei Kasse, PSN-Guthaben ist irgendwie nicht mehr da, man will irgendwas Geiles haben, einfach auf eneva.com gehen, Leute. Ihr findet PlayStation-Guthaben für Deutschland für einen super Preis. Nutzt einfach den Code Chappy, ihr bekommt 3% auf eure Bestellung dazu, 1 Euro bei der ersten Anmeldung und spart euch den Arsch ab. There's nothing civil about it. This is bigger now. Chemical weapons have fallen into terrorist hands. They could be anywhere. We need to move fast. What do you suggest? A business trip. Farah! Let's talk! I need your help. Because of this poison, my people have known something worse than war. Help us track him. If you stay, we can help you. But if you stay, you fight. Yelling out to him. The invaders of my country have no regard for human life. We live like this every day. Any further complications and we're at war. Breaking through now. We need a new extraction point, fast. Save yourself, daughter. Join us. I lead soldiers. You train killers. But we are all killers here, no? How about you, Captain? Are you gonna let them die? The Kremlin has suspended all deconfliction channels, and chemical weapons are now in the wild. Fix it. Where do we draw the line, sir? You draw the line. No, sir! Stop! Wherever you need it. What the hell is this? It's the off switch. We're all just pawns in this. Well, you speak for yourself. This is crazy. Yeah, but we're a little crazy, aren't we? The rules of engagement have changed. If you can't identify the target, you are the target. Man kann über Call of Duty und Activision sagen, was man möchte, aber wo sie seit Jahren mit Abstand die Besten sind, sind die Trailer und Teaser für neue Updates, für die neuen Spiele, für die Modi, für alles. Was ihr im Hintergrund seht, ist der nagelneue Story-Trailer für die Kampagne in Modern Warfare. Ihr wisst ja, in Black Ops 4, wir hatten keine Kampagne. Es hat mich sowas von genervt. Ich hätte die Kampagne so gerne gespielt. Seit WW2 bin ich ein riesen Fan von Kampagnen und habe sogar die Jahre davor die Kampagnen jetzt im Nachhinein noch gespielt, um zu sehen, wie es ist. Mit Zombies kann ich persönlich nichts anfangen, aber wenn ihr euch die Grafik anguckt, wenn ihr euch die Bewegungsmuster anguckt, dann scheint hier ganz, ganz klar zu sein, dass super viel Wert auf jeden einzelnen Modus gelegt wurde. Und das muss man Infinity Ward einfach zuhalten. Das ist richtig gut gemacht. Die neue Grafik-Engine scheint sehr gut zu funktionieren. Im Multiplayer sah es ja schon ganz gut aus. Aber dieser Kampagnen-Trailer ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, Leute, ihr wollt den unbedingt heute noch sehen. Vielleicht habt ihr es irgendwie verpasst. Vom State of Play haben wir das hier direkt von der PlayStation. Die Trailer sind, ich glaube, eine Stunde alt und eigentlich war ich schon auf dem Weg ins Bett. Aber Ehren-Chappy, macht euch das kleine Commentary für das Video, für den Trailer noch fertig. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefällt. Die nächsten ein, zwei Tage werden wir zu 100% noch viel mehr Infos zu dem Ganzen bekommen, wie das Ganze hier wirklich läuft, wie die Kampagne aussieht, welche Rolle wir einnehmen, welche Missionen es gibt. Es wurde ja schon gesagt, die No-Russian-Mission aus MW2 oder 3, korrigiert mich bitte, wird nochmal getoppt mit allem, was dazugehört. Das heißt, Terroristen werden dabei sein, wir werden Terroristen töten, wir werden Menschen töten, Kinder, Hühnchen, alles Mögliche. Leute, ganz viel Spaß mit dem Trailer, ich bin raus, haut rein. If you can't identify the target, you are the target.